gerade in Verhandlung war der frühere Präsident des Landes und zwar er sprach von konstruktiven Bedingungen. Die Atmosphäre während unseres heutigen Treffens hier war so gut, dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen konnten. Wir alle hatten den Wunsch, dass der Frieden wirklich in die Regionen kommt. Ein regierungsnaher Militärexperte sagte allerdings, die ukrainische Armee habe die Anweisung, auf mögliche Angriffe der pro-russischen Separatisten zu reagieren. Der deutsche Außenminister Steinmeier setzte Hoffnung auf ein dauerhaftes Ende der Kämpfe. Eine Warnwache Ruhe sei also